Ich bin braun. Ich bin einfach nur sehr blond. Deswegen sieht es bei dir aus, als wäre es braun. Das geht wirklich gar nicht. Vielleicht ist es auch braun. Get ready with us! Oh. So we're gonna go to the Omi today. Warum hast du eigentlich schon deine Haare gemacht? Ja, weil du zu lange gebraucht hast. Wow. Ich will mit dir gleichzeitig schminken. Soll ich meine Ohrringe jetzt wechseln? Julia. Oh mein Gott, sie hört mich nicht. Sie geht einfach. Will ich so einen großen Schritt wagen? Ich hab dich gerade gefragt, ob ich meine Ohrringe jetzt wechseln soll, aber du hast mir nicht zugehört. Ja, mach! Wechseln, wechseln, wechseln! Wechsel jetzt. Okay. Junge, die hat die seit, wie lange hast du die drin? 5 Wochen und einem Tag. Ja, hä? Kannst du ja wohl mal langsam rausmachen. Eigentlich erst an Silvester. Oh! Boah, ich bin so eklig blond neben dir, bah! Ich bin so eklig braun neben dir. Lass mal tauschen. So, ich fange jetzt einfach schon mal an, ne? Ich klebe jetzt meine Augenbrauen an. Ich benutze dieses Zeug hier dafür. Das ist einfach der Hit. Das ist eigentlich für Haare, aber Augenbrauen sind auch Haare. Deswegen alles easy. Boah, es riecht so gut. You look funny. Als würden es keine echten sein, ne? Als würde so nicht, ja. Es gehört da so nicht hin. It's like crazy new. Flawless filter. Das ist deine eigentlich, ne? Ja, du wolltest sie nicht mehr haben, weil der zu dunkel war. Ja, guck mal, wie dunkel die Kacke ist. Ja, aber das sieht man nicht. Sie juckt nicht. Nicht. Dieses Ding Zeug funktioniert bei mir sowieso nicht, weil ich immer so viel Puder darüber klatsche, dass es überhaupt nicht mehr glänzt. Ich freue mich so, den Bronzer und Blush auszuprobieren und das Puder. Ich mich auch. So nice. Eigentlich finde ich ihn gar nicht so gut, ich will ihn gleich haben. Hä? Ja, irgendwie fand ich ihn der nicht so gut. Der ist unnormal gut, du bist so richtig komisch. Du willst ihn nur nicht krass finden, weil er teuer ist. Nein, er ist wirklich, also der ist voll, nee, der ist nicht so deckend, wie du sagst, und der geht voll in die Falten dann. Julia, das ist doch mein Mülleimer. Ja. Der Müll liegt jetzt da drunter. Man muss sich zu helfen wissen. Und du kommst auch nicht auf die Idee, den Müll irgendwie frei rauszutun oder so? Doch, aber das war mir zu anstrengend. So. Ich habe eine Pickelfresse im Moment. Oh. Deswegen muss ich Make-up benutzen. Ich habe noch nie in meinem Leben Make-up benutzt. And now it's time. Du musst nicht. 24 Jahre alt und Julia kriegt Pickel. Ja, na, meine Nase ist so zu, ich bin so richtig crusty. Baha. Kennst du? Ja, aber wenn es so richtig crusty ist in der Nase, wir das doch nicht. Hast du schon mal meinen Podcast gehört? Nee. Besser für dich. Ich hab ich noch nie gehört, ne? Voll fake. Du hast noch nie meinen Podcast gehört? Junge, Emmy hört jede Folge. Du hörst generell keine Podcasts, oder? Doch, so. Oh! Ich höre so den von Jana und. Meinen nicht? Von Alex Earl. Weißt du, wir sind keine Freunde mehr an der Stelle. Wollen wir die nicht gleichzeitig benutzen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Dann beeil dich mal ein bisschen. Ich mach das übrigens mit so einem Lidschattenpinsel. Mit so einem Blending Brush, weil einfach krass. Ich weiß, also. Test it out, Bitches. Ih, was war das denn? Ih. Dass ich überhaupt bei diesem Video mitmache. Aber deine Vlogs gucke ich manchmal. Oha, echt jetzt? Ja, das ist auch schon lange her, aber. Warte, ich muss kurz an mein Under Eye setten und dann bin ich. Machst du das jetzt? Mach ich das auch jetzt? Mach, was du willst. Aber deswegen creased das bei dir, weil du es nicht sofort machst. Kennt ihr das noch? Digga, jeder kennt das jetzt. Nicht von früher. Ihr seid einfach so jung. Oh, sorry. Ich weiß nicht, was positiver ist. Alt zu sein oder jung? Jung. Fresse halten. Es war wirklich bisher jedes Jahr so, dass ich dann im Endeffekt dachte, nee, mein Alter jetzt ist am geilsten. Mm-mm. Doch. Aber Chef, du bist so 40. Ja, aber mit 40, wenn du dann noch hot und fresh bist, denkst du dir das safe auch. Ich freue mich auch. Ich bin auch gar nicht so, dass ich mir so denke, boah, ich werde in 5 Jahren 30. Ich denke mir so, ja, Mann. Ich werde eine hot 30, Bitch. Und ich bin in 5 Jahren 21. Ja, und das wird der Hit, Jana. Ich dachte so mit 20 so, oh mein Gott, ich will nicht 21 werden, weil ich will 19 bleiben so. Aber jetzt bin ich 24, denke mir so, ist voll geil. Ja, aber das ist auch was anderes. Weil du jetzt so... Dein Alter ist ja nicht alt. Ich rede ja gerade über 40. Wo du so arbeiten gehen musst jeden Tag und nichts mehr machst, weil du Kinder hast und nicht rausgehen kannst. Du musst dich ganz um die kümmern und arbeiten. Du machst gar nichts mehr. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Okay. Wie soll ich mit meinen Kindern feiern gehen? Oder? Ich muss auch jeden Tag arbeiten und freue mich trotzdem über mein Leben. Das kann man nicht vergleichen. Weil mir meine Arbeit Spaß macht? Ja, du hast eine andere Arbeit. Eine gute. Dann such dir eine gute. Okay. Einfach gesagt, alles getan. Ja.
Und das ist krass. Ja. Ich hasse dieses Zeug. Ganz ehrlich, ich hasse das Puder. Es ist gut, aber diese Verpackung, Junge, die fuck ich ab. Er ist schon zweimal was rausgepudert. Ja, das ist so fein, das Zeug. Ist das die gleiche Farbe? Ja, ne? Eigentlich schon, aber sieht irgendwie nicht so aus. Das ist so gut, das Zeug. Ich fühle mich so cool. Ich schwöre, ich muss diese blonden Haare wieder entfernen. Ich will wieder so Haare wie du. So, ich bin dafür, dass du wieder bis hier machst und dann deine Naturhaarfarbe. Bisschen oder so Balayage, so mit Strähnchen. Sah am besten aus. Ja. Damit sahst du voll seriös und deinem Alter entsprechend aus. Ja, ich sehe gerade irgendwie aus wie so eine Puppe. Du siehst aus wie 2018. Ja, ich find's... Ja, I feel so happy. Du hast selbst Extensions bestellt? Ja. Hä, ich dachte, der Friseur. Der guckt doch, was zu deiner Haarfarbe passt oder nicht. Nein, sie kommt zu mir nach Hause, ich habe die Extensions da, dann macht sie mir die rein und passt die Haarfarbe. Ach so. Wenn du dachtest, über Auspacken stand, sind die hell, aber du hast keinen Bock, die neu zu bestellen? Genau so war es, 100%. Ja. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ja. Natürlich glänzt du nicht, wenn du deinen Bronzer auch noch settest. Ja, aber der ist sonst in 3 Stunden weg. Nein. Du kannst doch nicht Cremeprodukt und da nichts drüber machen, Jana. Hä, ich mache immer nichts drüber und ist noch da. Hä, doch. Du benutzt Setting Spray. Benutzt du Setting Spray? Ja. Das war das Problem. Patrick, da! Erst Puder und dann Creme? Ja. Yeah. That's crazy, I just don't know what to say. It's fucking pink. Wolltest du so einen pinken? Ja. Weißt du, fühle ich mich wie eine Barbie mit den Ohrringen und dem Pink. Keine Sorge, ich sehe aus wie eine blonde Barbie-Puppe neben dir. Du. Hilfe! Warum machst du denn auch so viel drauf? Alter. Alter, ich sehe richtig anders aus. Sieht voll scheiße aus. Komplett anders aus. Ja, besser. Warum sieht es so anders aus? Ja, sieht doch gut aus. Nein, die sind viel zu fett. Hallo. Hallo. Oh, du bist nass. Hey. Kleines süßes Babychen. Hallo, meine Mausi, du kleine nasse Wurst. Manchmal Sommersprossen. Ich benutze übrigens den Sommersprossen-Maker von Jason Wu. Ist der beste, den ich jemals benutzt habe. Von Jason Wu? Jason the Freckled Boy. Das ist der, den ich davor benutzt habe. Aber ich schwöre bei Gott, der ist besser. Ich bin mal durch, das ist richtig krass. Das ist die Hypnose Waterproof von Lancôme. Ich benutze eigentlich immer nur die. Mein ganzes Leben lang. Aber die ist krass. Sie kennt Hava nicht, sie kennt Reezy nicht, sie kennt Lil TJ nicht. Das stimmt, ich kenne Reezy. Sie kennt Jazeek nicht. Du kennst Reezy vom Namen her. Ja, der hatte mal so einen Song, den ich gehört habe und da war der Name stand da. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, meine Haare bis hierhin abzuschneiden gerade. Mach. Ich kann ihn hier aber abschneiden. Hä? Ja, wie soll ich das jetzt nicht machen? Eine Schere? Ja, weil man jemanden braucht, der das kann. Und was machen wir jetzt? Teig machen. Für geil. Was nochmal? Weiß ich auch nicht. Boah, immer gleich auf Ohrringe, Julia. Tschüss. Knutscher.